Recht herzlich willkommen zur 81. Folge von Simotrans. Ja, wir haben hier diese beiden Züge gehabt, die hier wunderbar voll... jetzt habe ich den Bahnhof erwischt, aber immer noch da, der Triebwagen, der fährt mit 208 Leuten durch die Gegend. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der andere ist hier noch hin unterwegs, oder? Ja, der fährt gerade im Bahnhof rein und müssen wir gleich mal gucken, wann er hier rauskommt. Ob der auch noch 208 Passagiere da drin hat, dann ist es nämlich verdammt viel. Jo, das läuft. Ich weiß gar nicht, wie viele sind denn überhaupt noch da. Okay, 422, 424. Gut, okay, die beiden Züge sind am Laufen. Die lassen wir auch mal gerade, ja, einer unten links, einer unten rechts, passt schon. Lassen wir laufen und gucken dann mal weiter. Da ist ja noch ein kleiner auf der Strecke, glaube ich, ne? Was mit dem ist? Das sind Vierer und der hat nur zwei. Ach, hier ist sogar noch einer mehr. Die sind aber auch voll, also der hier auf jeden Fall. Und der ist auch voll, okay. Es fahren wohl genug Leute hin und her. Der ist blockiert, das liegt daran, dass er aber hier nicht geladen wird, ne? 49, schütt gut, alles klar, der Schrott wird jetzt nicht gerade abgeholt. Ist so. Und er wartet da auch. Jetzt die Frage... Warum fährt er nicht in den Bahnhof hier rein? Okay, weil er wahrscheinlich dann zu kurz wäre, ne? Oder habe ich da angefangen umzubauen und habe das nicht richtig geändert? Sieht hier irgendwie komisch aus. Sind das Doppelsignale? Geht ja nicht, ne? Dann lass uns mal hier noch einen Bahnsteig hintermachen. Da so einen hin. Dann ist das 1, 2, 3, 4, 5, ne? Jetzt fährt er da auch rein. Sehr interessant. Das ist mir neu, dass die da erst reinfahren, wenn sie so lang ist, wie es geht. Okay, dann ist das so. Ist jetzt auch nicht schlimm, aber habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Gut, lass uns mal gerade durch die Städte durchgehen und gucken. Ah, guck mal hier, in der Zeit, wo wir was anderes gemacht haben, ist jetzt hier richtig was gewachsen. Das bedeutet, wir werden hier noch was ausbauen. Lass mal gerade kurz... den nehmen und gucken, wo der hin muss. Der muss dahin. Okay. Und der andere muss dahin. Das bedeutet einfach hier verlängern. Und dort auch. Und ich glaube, da machen wir aber... Nee, das ist jetzt doof. Wie machen wir das? Lassen wir so, wie es ist, glaube ich, ne? Frosch im Hals. Wenn ich jetzt hier runterziehe, ne, dann kann ich da keinen bauen, weil die ja verbunden sind. Nee, ich lasse es so und ich glaube, ich reiße auch diese Straße wieder ab. Ne? Weiß nicht, ob die eine jetzt dabei war oder nicht. Bushaltestelle gibt es da. Machen wir dahin und dahin. Und dann müssen wir hier die Linie ändern. Wo ist der Bus? Ist da irgendwo einer? Da ist er. Habe ich aber nicht erwischt. Dann wird auf dem Rückweg einmal. Oh, kann es nicht sein, ne? Hat gut geklappt. Dreimal nebengeklickt und immer noch vorbei, ne? So, da ist er. Lass uns mal da oben hingehen. Und schauen, wo wir die einpflegen. Den kannst du jetzt mal zumachen. Linie ändern. Und zwar Riedenburg, mittelalterliche Kirche. Pekonienstraße haben wir da auch noch. Da ist die mittelalterliche Kirche. Und dann fährt er zum Apollo-Tempel. Das würde bedeuten, davor einfügen. Der kommt von der Pekonienstraße, fährt zur Taubenstraße, dann zur Wagenstraße oder so ähnlich.
Wagnerstraße und dann zum Dingens. Dann passt das. Und bin da von der mittelalterlichen. Dann muss er da, da und fährt dann zur Burgundienstraße. Dann passt das. Gut, jetzt nochmal gerade hier reingucken. Den haben wir eben ausgemacht. Der fährt plus ein. Ganz schwach aber lassen wir, glaube ich, erst noch laufen, ne? So. Mehr war ja nicht, ne, oder? Denke nicht. Hier unten war ja nur der Tempel. Das passt. Dann gehen wir mal Karte gucken und klicken uns da weiter. Lotto. Ist kurz davor. Und sonst ist aber alles noch drinne. Waldeck. Ist noch drinne. Lauter. Ist noch drinne. Sonderhausen. Ist drinne. Döbeln. Ist abgedeckt. Radolfzell. Ist noch abgedeckt. Adenau. Ist auch abgedeckt. Hadexen. Ja, baut sich hier schön weiter. Ist aber auch noch alles im Rahmen. Und Altenau baut da hinten gerade was. Aber ist noch abgedeckt. Gut, haben wir auch. Er ist voll und er schon nicht mehr. Er ist aber auf dem Rückweg. Das heißt, jetzt warten die Passagiere auf Überseefahrt. Ja. So, dann würde das jetzt dann langsam so sein, dass man sagt, okay, lohnt das noch? Der ist schon mal veraltet, ne? Der ist ja blau. Dann würde ich mal Details machen. Machen wir so. Und nicht laden hat er dann automatisch. Gut. Okay, dann lass den mal fahren. Den muss dann auf jeden Fall aus. Jetzt will ich mal gerade nur gucken. Da war noch ein Zweier, aber das ist noch ein relativ neuer, ne? Der hat auch nur 19 Passagiere mit. Da müsste man dann überlegen, ob der noch hier richtig unterwegs ist, ne? Der wartet da auf Ladung. Ja, 209 Passagiere warten, aber wahrscheinlich nicht alle in die gleiche Richtung, sondern die andere, ne? Ist so, wie das da gerade schon so stand. Ja. Hier gibt es aber auch nichts, wo ich sagen würde, jo, da fahren wir hin, ne? Also wir haben hier unten ja noch ein bisschen Verkehr mit Passagieren, aber im Endeffekt werden die hier per Schiff abgeholt, ne? Könnten höchstens mal gerade gucken, ob wir da oben noch irgendwo eine Sehenswürdigkeit haben, irgendwo, wo wir noch was machen könnten, aber ich denke mal jetzt auch nicht wirklich, oder? So weit raus ist, sieht man das nicht. Was ist da? Leuchtturm. Da geht aber nicht irgendwie eine Bahn lang. Lohnt also nicht.
ist jetzt auch nichts. Hier ist noch eine. Auch noch ein Leuchtturm war eine Münde. Der hätte richtig viel Passagiere, aber. Lohnt es jetzt auch nicht vorbeizufahren, ne? Mit dem Zug meine ich jetzt auf jeden Fall, ne? Schiffe sind da. Lohnt nicht. Nee, hier ist jetzt, dann setzen sie da über und das war's dann auch, ne? Die Bohrinsel. Da oben ist ja auch nichts. Hier fahren sie bis dahin. Hier passiert noch nicht mehr was, ne? Geflügeleier sind da, Tierfutter fehlt. Das müsste von da drüben kommen, ne? Fährt aber kein Zug, ne? Ah, warum ist hier niemand? Der steht da und wartet auf Beladung. Und die haben kein Weizen. Gerste ist da. Was bringt er denn da jetzt die ganze Zeit dann hin und her? Er hat Gerste da. Aber das muss woanders hin. Der fährt doch hier leer durch die Gegend die ganze Zeit, oder? Der macht nur miese, ne? Da müssen wir dann kurz umstellen. Machen wir da, ne, da. 100%, da auch 100% und dann gleichzeitig hier. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Das war der ganze Monat, ne? Halber. Ich glaube 32 war passend. Einer zu viel. Dann fährt er jeden Tag einmal. Oder aber er ist voll, dann fährt er ja sowieso. Gut. Dass jetzt die ideale Lösung ist, weiß ich nicht, aber zurzeit fährt er halt, ne, permanent da hin und her, ohne dass da was passiert. Das ist auch nicht die Lösung. So, da fehlt jetzt die Gerste. Hier unten, der hat nur 61 Passagiere, der nur noch 7. Der fährt in die Richtung und der auch. Das war jetzt dann überdimensioniert, ne? Müssen wir dann mal gucken, wie das auf Dauer wird. So, was bringt er jetzt hier? Ordentlich Weizen. Sieben Weizen. Wahnsinn. Richtig Wahnsinn, oder? Wieso wird da kein Weizen produziert? Und kommt da mein Schiff dann an? Wo ist das? Ist das das? Nee, das fällt ein Stück gut. Das fällt flüssige Lebensmittel, ist es auch nicht. Da ist Personenschiff. Sollte hier nicht irgendwo noch so ein Schiff sein, welches Gerste und sowas durch die Gegend fährt? Oder vertue ich mich da? Das lag jetzt nicht da oben, ne?
War hier was? Da ist es. Okay. Das wird ja auch plus, ne? Also so einen können wir wahrscheinlich nochmal irgendwo laufen lassen, ne? Machen wir hier Gerste oder irgendwie sowas. Da müssen wir mal gucken. Diese fahren jetzt, ne? Jetzt haben wir hier was Falsches ausgewählt, wie man gerade sieht. So, der macht 245 Tonnen. Der macht 180 Tonnen. 196 Kilometer. 1440. Sehe ich das falsch oder ist der sau teuer, auf Deutsch gesagt, hä? Der macht 196 den Kilometer. Und der macht 1440 den Kilometer, oder? Dann kannst du den doch gar nicht bezahlen. 19 fährt der, der fährt 15. Na, dann nimmt man doch den, oder? Linie Getreide, Döbeln, Stadt Nordwald. Das ist also der. Und ich würde noch einen mehr draufsetzen. Und dann starten wir die beiden. Gut. Also die fahren jetzt hier beide gerade los. Warte, lass einen mal langsamer fahren, damit die ein bisschen auseinanderkommen. So, jetzt kann er auch weiterfahren. Das ist der zweite, ne? Genau. Jetzt gucken wir uns die dann irgendwann an, was die so transportieren. Hier ist richtig was los auf der Strecke. Die bringen das Getreide hier zum Bahnhof, aber da ist auch nicht ganz viel da. Ist denn auf den Höfen mehr da? Jo. Sollte man vielleicht die Trecker da mal umstellen, oder? Unimog sind's. Treffen ist Pflicht, ne? Na super. Ich glaube, ich werde nochmal die Maus, die will heute auch ganz schlecht. Oder wer ist da dran schuld? LKW. Getreide. Oder auch Gerste. 9 Tonnen. 9 Tonnen. 72 Cent. 72 Cent. Da kann man noch einen anhängen, oder wie sehe ich das? Lass mal voranstellen, oder? Wer kann denn da? Der oder der? Alles klar. Ne, der sieht nicht so schick aus. Aber sehen beide nicht schick aus. Ist egal, wie wir es machen. Müssen wir nur gerade gucken. Getreide, Hardexen, alter Getreidehof. So. Zwei Kopien davon machen und starten. Dann nehmen wir den nochmal. Dann machen wir aber anhängen. Dann hängen wir den da noch dran. Ne? Und jetzt müssen wir gerade gucken. Ich glaube, die fahren da auch rechts lang, ne? Sehen wir ja dann. Da
Dann müssen wir uns den schnappen, da. Ja. Getreide, Hardexen, Südostwald. Das ist dann der. Und noch zwei dazu und starten. Wunderbar. Wollen wir hoffen, dass das Getreide jetzt hier mehr abgeholt wird. Und wenn das mehr abgeholt wird, dann muss natürlich der Zugwurf öfter da sein. Gehe ich mal von aus. Der ist gerade noch irgendwie auf Weltreise. Keine Ahnung, wo der unterwegs ist. Da. Okay. Wir können ja laden. 72 Tonnen, das ist auch nix, ne? Das bedeutet, man müsste den auch mal checken, ob der noch sich lohnt, auf die Straße zu stellen, also die Schiene in diesem Fall, ne? Also die beiden sind ja ziemlich langsam, ne? Ich glaube, was da jetzt nachkommt, ist dann schneller, oder? Aber es täuscht auch, glaube ich, nur. Ne, der fährt tatsächlich ein bisschen schneller wie der Unimog. Aber überholen reicht wahrscheinlich nicht, oder? Ne, dafür ist er zu langsam. Das ist schlecht. Naja, gut. Okay, dann würde ich sagen, soll es für die Folge erst reichen. Nächstes Mal kümmern wir uns um den Zug hier, der das Getreide hin und her fährt. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.